Herzlich willkommen zu unserem Vortrag, mit welchem Framework sollte ich meine Single-Page-App bauen? Ich bin Oliver Zeigermann, das ist mein Twitter-Handle und da haben wir ja auch die Folien getwittert und noch andere Links. Der Folien-Link ist ein bisschen klein, aber das sind die Folien, die wir jetzt zeigen. Und das ist Nils Hartmann und Nils Hartmann fängt an mit dem ersten Teil, ne? Ja, bitte schön. Gerne. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Fangen wir gleich mal an. Und zwar, bevor wir anfangen, haben wir noch eine kleine Werbefolie geschaltet. Und zwar haben wir ein Buch geschrieben zu einem der Frameworks, was wir heute vorstellen. Trotz allem versuchen wir das heute sehr wertneutral hier über die Bühne zu bringen. Das Buch erscheint um Weihnachten rum, also 1a Weihnachtsgeschenk. Und ihr könnt heute die exklusive Gelegenheit, eines der Exemplare zu gewinnen. Und zwar derjenige oder diejenige, die die erste Frage stellt. Und zwar nicht, wie spät es ist oder so, sondern irgendwas Fachliches, kann eins mit nach Hause nehmen. Beziehungsweise Moment. Fragen am Ende. Also Fragen am Ende. Ihr müsst noch 45 Minuten warten. Genau. Ja, und Rechtsweg und so ist natürlich alles sowieso ausgeschlossen und ja, ist ja klar. Gut, fangen wir mal an. Das haben wir hier auf Twitter gefunden. Das ist auch eine Empfehlung, wie man sein JavaScript-Framework auswählen könnte. Und zwar, also man muss es so nacheinander lesen. Es sieht so aus, als ob eins von den Frameworks vielleicht als Antwort rauskommen könnte. Aber in Wirklichkeit heißt es, naja, vertraue dir mal deinen eigenen Entscheidungen und deinen eigenen Entschlüssen. Das ist auch, glaube ich, das, was ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen können, was auch unsere Antwort ist. Ich glaube, es gibt, oder wir glauben, dass es auf die Frage, welches Webframework jetzt am besten ist, nicht die eine richtige Antwort gibt. Genau, bevor wir anfangen, vielleicht hat jemand ja von euch schon auch ein Lieblingsframework. Mal gucken, ob das dann auch noch dem Lieblingsframework zum Schluss matcht. Wer von euch oder von wem von euch gefällt denn Angular am besten? Da fällt mir schon vor Schreck das Mikrofon runter. So wenig Hände, das hätten wir anders eingeschätzt, ne? Allerdings, ja. Und React? Das sind so mindestens 10-mal so viel. Genauso viel, also für die Leute, die vorne sitzen, wenig Hände bei beiden. Genau, so, jetzt ist auch hier hoffentlich wieder. Web Components, mag das jemand? Überhaupt keine Hände. Doch, da ist eine Hand, zwei Hände, oh. Drei. Man traut sich nicht richtig, okay. Ne? Ja, das kenne ich. Vue jemand dabei? Das sind mehr als alle anderen zusammen, würde ich sagen. Nee, das sind aber mehr als die beiden anderen. Genau. Und sonst noch irgendwas, was wir jetzt hier nicht drauf haben? Swing habe ich hier vorne gehört. Führt zur sofortigen Disqualifikation. Da hinten haben wir noch was. Sag nochmal. Vanilla.js wäre am ehesten dran an Web Components. Da sprechen wir nachher drüber. Wer findet, vielleicht nochmal als Zusatzfrage von mir, wer findet denn überhaupt das alles total doof und will eigentlich nur mal hier so gucken, also wer findet überhaupt diese ganzen Webanwendungen oder hier diese ganzen Frameworks doof? Das war eine sehr ungeschickte Frage. Also. Gut, das streichen wir nachher aus dem Protokoll. Ne? Also haben eigentlich alle gesagt, ist alles super. Ne? Alles super. Ja, sehr gut, ja, haben wir festgestellt. Okay, alles klar. Also wir sehen, ein paar Kolleginnen und Kollegen haben da schon eine Meinung zu dem einen oder anderen Framework. Ja, genau, gucken wir uns mal an. Wir haben uns überlegt, das in drei Teilen sozusagen heute zu machen. Das erste ist erstmal, wir gucken uns überhaupt an, warum man überhaupt ein Framework benutzen sollte und was man damit überhaupt so üblicherweise machen würde. Das macht man ja vielleicht auch nicht aus Spaß und einfach nur, wenn man Lust drauf hat. Dann gucken wir uns an, was die vier Frameworks, die wir da gerade an der Tafel schon hatten, an den Slides, was die alle gemeinsam haben, also was vielleicht kein Unterscheidungsmerkmal ist. Und dann gucken wir uns die Unterschiede an. Und zum Schluss versuchen wir das so ein bisschen zu bewerten und dann könnt ihr das vielleicht auch für euch bewerten, was denn für euch am besten passt. Genau, gucken wir uns also erstmal an, warum man überhaupt so ein Framework benutzen würde. Und zwar haben wir in den Titel auch schon geschrieben, dass es darum geht, dass wir Frameworks für Single-Page-Anwendungen suchen. Und wenn man mal sich auf die Definition anguckt, was eine Single-Page-Anwendung ist, dann haben wir hier mal die Definition von Wikipedia rauskopiert, wo das so sinngemäß heißt, also dass eine Single-Page-Anwendung eine Web-Anwendung ist, die mit dem User interagiert, indem sie die aktuelle Seite neu schreibt, ohne die Seite vom Server zu laden. Das heißt also, wir laden einmal HTML-Code, da steht mehr oder weniger vielleicht gar nichts drin, und wir laden sehr viel JavaScript-Code und mit dem JavaScript-Code bauen wir dann diese Seite um. Und das bedeutet, dadurch, dass wir das eben alles in JavaScript bauen, brauchen wir eben vielleicht irgendein Framework, wenn wir eben nicht Vanilla.js machen wollen, um mit dem DOM zu interagieren und die Darstellung entsprechend zu aktualisieren. Genau, das ist also unsere These, beziehungsweise das sind Single-Page-Anwendungen. Und jetzt könnte man sich ja fragen,
warum machen wir das überhaupt? Warum wollen wir überhaupt Single-Page-Anwendungen bauen? Und warum machen wir es nicht wie früher in den guten alten Zeiten, wo das quasi die Architektur so aussah, wir hatten unseren Browser, der hat HTML und CSS dargestellt, der hat Requests an den Server ausgeführt, auf Serverseite hatten wir sowas wie so eine UI-Logik, also meistens ein Template oder irgendwas, wir hatten unsere Business-Logik und der Server hat ganze HTML-Seiten zurückgeschickt und dann hat der Benutzer irgendwas gemacht, auf den Button geklickt und dann fing dieser Roundtrip wieder von vorne an. Also könnte man ja theoretisch machen, sieht auf der Grafik ja ganz gut aus, relativ einfach, ein Pfeil runter, ein Pfeil hoch. Das hat ein paar konzeptionelle Schwächen allerdings, dieses Problem. Und ein Problem zum Beispiel ist, haben wir hier mal einen Screenshot gemacht, ohne dass es jetzt darum geht, diese konkrete App jetzt irgendwie runterzumachen oder so, dass ich beliebig häufig zum Beispiel auf den Submit-Button vom Formular klicken kann, nämlich so lange, bis der Browser mir eine Antwort geschickt hat, wenn wir jetzt wirklich nur HTML uns angucken. Anderes Problem ist, dass wir für jede Kleinigkeit, die wir im Frontend machen, immer einen Roundtrip auf den Server brauchen. Kann ich das hier abspielen? Ja, soll ich starten? Genau. Ja, genau. Also auch wieder, es geht hier nicht um das, um die konkrete Anwendung, aber ihr seht, wenn man irgendwo hier klickt, ist immer dieser Loading-Indikator, weil irgendwas vom Server geholt wird. Und das würde man bei bestimmten Anwendungsfällen vielleicht hier nicht erwarten, zum Beispiel insbesondere nicht jetzt, wenn man wieder irgendwas zusammenklappt, würde man nicht erwarten, dass da eigentlich der Server gefragt werden muss und so weiter und so fort. Also der Roundtrip oder die User-Interaktion sind relativ langsam, wie wir hier auch nochmal sehen. Genau, weil wir eben für jede Kleinigkeit müssen wir auf den Server gehen und selbst wenn der Server relativ schnell ist, sind wir natürlich nie so schnell vielleicht, als wenn wir direkt auf dem Client wären. Also das wäre die Motivation, dass diese ganz einfache Architektur vielleicht nicht trägt. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, und das haben sich ja auch viele Leute überlegt, wir nehmen die Architektur, so wie wir sie eben gesehen haben, aber fügen mal so ein kleines bisschen JavaScript hinzu auf dem Client. Also wir validieren damit ein bisschen, vielleicht klappen wir diese Listen dynamisch auf und zu. Und das führt aber dazu, dass man irgendwann, also man sieht das an dieser Grafik hier schon, wir haben plötzlich viel mehr Pfeile in jede Richtung und jeder Pfeil bedeutet im Prinzip eine neue Komplexität. Und ich glaube, dass ich hier sogar verschiedene Pfeile sogar noch weggelassen habe. Also in Wirklichkeit ist das Szenario noch komplexer. Und es wird irgendwann, je mehr Logik ich hier verteile zwischen Server und Client, wird es von der Anwendung und vom Code her schwierig nachzuvollziehen, was passiert eigentlich wo. Wir haben nicht mehr so die ganz klar geregelten Verantwortlichkeiten. Und so als Programmierer fühlt sich das auch, also wenn ich da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, gerne. So wie sich das anfühlt, wenn man programmiert, ist auch so, wie das aussieht. Also es ist genau. Irgendwie so, dass man nicht mehr so genau weiß, was passiert wo. Aha. Während die erste Architektur, würde ich jetzt einfach nur für mich als Programmierer sprechen, würde ich immer serverseitig gerenderte Anwendungen bauen, weil es einfach irgendwie ganz nett ist, das zu bauen. Also genau. Sowas ist nicht nett. Genau, deswegen da entsteht dann dieser Eindruck, dass das irgendwie nicht so toll ist. Also ist aus unserer Sicht zumindest die sauberste Lösung, dass wir Single-Page-Anwendungen bauen, wo eben quasi die komplette UI-Logik im Browser liegt, also der Browser und das JavaScript ist dann dafür zuständig, die Darstellung zu kontrollieren, die Dynamik zu kontrollieren und so weiter. Und der Server ist nur noch damit, also was heißt nur noch, das ist ja immer noch reichlich Aufgabe, damit beschäftigt, die Anwendungslogik zu programmieren. Und das ist natürlich jetzt ein Architekturpattern, das trifft jetzt nicht für jede, wenn man jetzt mal so zwischen Webseite und Webanwendung vielleicht unterscheiden mag, trifft es eher so für Webanwendung zu. Wenn man jetzt, natürlich gibt es auch immer noch gute Gründe, serverseitig gerenderte Webseiten zu bauen. Wenn man viel statischen Content und so weiter hat, ist das vielleicht natürlich nicht der richtige Anwendungsfall. Aber wenn man wirklich Anwendungen hat, sowas wie Outlook zum Beispiel, oder vielleicht auch die Anwendung von der Deutschen Bahn, dann ist das eigentlich die sauberste Architekturlösung. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass jetzt alles, was ich im Web mache, mit diesem Architekturpattern machen muss. Genau, schauen wir uns mal ein paar Kriterien an, was alle Frameworks gemeinsam haben. Und wenn wir von alle sprechen, dann meinen wir im Wesentlichen die vier, die wir vorhin genannt haben. Also Web Components, Angular, React und Vue. Genau. Und ich glaube, was man sagen kann, ist, dass alle Frameworks gemeinsam haben, dass es ein sehr gutes Tooling für die Frameworks gibt. Also wir haben sehr gute Unterstützung, was die IDEs zum Beispiel angeht. Die haben meistens irgendwelche Plugins. Die können mit den einzelnen syntaktischen Unterschieden und so weiter der Frameworks umgehen. Wir haben ganz gute Browser-Erweiterungen. Bei Web Components ist das jetzt nicht so einfach erforderlich, weil der Browser das ja schon, oder Web Components ja sowieso im Browser leben. Aber für die anderen Frameworks haben wir Browser-Erweiterungen, wo wir uns angucken können zur Laufzeit, wie sieht die Anwendung aus, was macht sie gerade zum Debuggen und so funktioniert das alles hervorragend. Und für alle dieser Tools, die wir euch zeigen, für alle Frameworks, Entschuldigung, gibt es Kommandozeilentools, mit denen ich überhaupt erstmal die Projekte aufsetzen kann, die sich um die Abhängigkeiten kümmern, um das Konfigurieren des Bildprozesses und so. Also man kann mit allen drei sehr, sehr schnell starten, was, würde ich sagen, sich auch in den letzten ein, zwei Jahren geändert hat. Da war das nämlich tatsächlich nicht so.
Und eine Sache, die aus unserer Sicht auch für alle Frameworks sehr gut funktioniert, die wir euch vorstellen, ist, dass man die mit TypeScript verwenden kann. Wer von euch verwendet TypeScript? Kurze Frage. Das sind viele, würde ich sagen. Wer von euch mag TypeScript nicht? Ah, es gibt Hände, das finde ich erstaunlich. Bei einer Jahreskonferenz, da müssen wir nachher noch drüber sprechen. Oder am besten bei Bier. Ja, genau. Auf jeden Fall, wenn ihr TypeScript machen wollt und es mögt oder nicht, aber ihr wollt es auf jeden Fall machen, kann man sagen, dass TypeScript eigentlich mit allen Frameworks mittlerweile gut funktioniert. Also das ist kein Ausschlusskriterium für das eine oder das andere Framework. Kann man mit allen gut machen. Und wir finden eigentlich TypeScript beide ganz gut, deswegen haben wir es hier auf der Folie drauf. Und für diejenigen, die vielleicht TypeScript nicht können, das ist ein Aufsatz auf JavaScript, der quasi vereinfacht gesagt JavaScript ein Typsystem hinzufügt. Und das führt dann dazu, dass ich zur Entwicklungszeit fühlt sich das dann fast ein bisschen wie Java an, also nicht unbedingt die Sprache, aber das, was ich an Features gewinne. Also ich habe sowas wie richtiges Refactoring, genau, machen wir ein bisschen größer. Ist hier mal ein Ausschnitt aus einer TypeScript-Datei. Ich kriege hier richtige Fehlermeldung, dass hier irgendwas eine Nummer sein soll, aber in Wirklichkeit ein String ist. Also eigentlich alles, was wir aus Java gewohnt sind, wo man sich als Java-Programmierer denkt, das ist ja ganz normal, dass man sowas kriegt. Aber in JavaScript kriegt man das eben nicht. Und mit TypeScript können wir das sozusagen hinzufügen. Also es basiert auf JavaScript und funktioniert mit allen Frameworks tatsächlich. Und ich glaube, Olli glaubt es auch, dass gerade in größeren Projekten TypeScript sehr, sehr sinnvoll sein kann. Und fast schon unumgänglich ist. Genau, da kommt dein Name schon. Ich muss dir mal kurz hier. Achso, ein bisschen vorne und hinten? Nee. Sicher? Ja. Okay. Ich glaub's dir aber nicht. Okay. Wie soll ich zumachen? Wie geht's denn? Mach mal. So, ist zu? Magnet, das Zelt, ne? Hält's. Ja. Okay, gut. Achso. Okay, also, was ist noch gleich? Und zwar. Bei all diesen Frameworks ist es so, dass es einen komponentenbasierten Ansatz gibt. Bei serverseitig gerenderten Frameworks ist das nicht immer so. Da schreibt man manchmal einfach nur ein Template und da ist ein bisschen Code drin, so JSP-Style. Also man muss das nicht zwingend machen, aber bei den Frameworks, die wir hier vorstellen, ist es so, dass es immer eine Komponente gibt und dass diese Komponente Sachen kapselt, nämlich das Template, also das Markup, wie sieht das Ding aus, Logik, also wie was passiert, wenn ich auf Knöpfe klicke, und Zustand, nämlich irgendwie, was wurde zum Beispiel eingegeben, ist was eingeklappt oder ausgeklappt. Und es ist immer gleich. Also das machen die alle so. Das müsste nicht so sein. Also zum Beispiel, wenn man jQuery gemacht hat, ist das nicht so. Aber bei diesen modernen, also René wird sie vielleicht nicht modern nennen, aber was wir modern nennen, bei den modernen Frameworks ist das so. Also erstmal, okay, daran kann man es also nicht unterscheiden. Also wenn man jetzt irgendwie Komponenten nicht gut findet, dann wird es auch schwierig. Und wenn man Komponenten gut findet, ist es auch schwierig, weil einem das nicht hilft, das Framework auszusuchen. Auch ein Architekturpattern, das alle mehr oder weniger teilen, ist, dass man zwei Arten von Komponenten unterscheidet oder unterscheiden kann. Das macht man manchmal nicht hundertprozentig so, aber das ist irgendwie jetzt ziemlich typisch. Und zwar, dass man Containerkomponenten oder manchmal nennt man die Smart Components, gibt es ein paar unterschiedliche Wörter für, unterscheidet von einer anderen Art, aber erstmal Containerkomponenten. Die enthalten Logik, also sind smart, schlau, Logik. Sind spezifisch für einen Anwendungsfall, das heißt, da schreibt man Anwendungslogik rein, die jetzt zur Domäne passt und sind daher nicht wiederverwendbar. Klar, wenn das gerade zur eigenen Domäne passt, Wiederverwendbarkeit wahrscheinlich nicht so oder nur innerhalb der eigenen Anwendung. Und das sagt man in Abgrenzung zu Presentational Components. Und die nennt man manchmal Dump, also nicht schlaue Komponenten. Und da zeigen wir nachher auch noch Codebeispiele aus den unterschiedlichen Frameworks. Aber das Besondere daran ist, dass sie sich hauptsächlich mit der Darstellung beschäftigen. Also einfach nur sagen, wie zeigt man was an und nicht, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt. Deswegen haben sie auch keine Logik oder keine große Logik. Vielleicht leiten sie ein Event weiter, aber machen nichts Großartiges. Und sind häufig Komponenten, die man entweder sowieso in der Komponentenbibliothek findet, wie ein Knopf oder vielleicht sogar eine Tabelle, oder Sachen, die man selbst in der Komponentenbibliothek tut. Also wenn ihr irgendwie eine größere Webseite baut, habt ihr wahrscheinlich so einen Satz von Komponenten, die überall in allen Anwendungsteilen verwendet werden. Das wäre wahrscheinlich eine Dump-Komponent. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Also das ist auch eine Unterscheidung. Daran kann man jetzt nicht festmachen, welches Framework man nimmt, weil die alle irgendwie diesem Architektur-Pattern folgen. Ein kleines Beispiel von der Bahnseite. Also ich bin, das merkt man vielleicht nicht, aber ich bin sowohl Fan der Deutschen Bahn als auch Fan der Bahnseite. Und man würde jetzt sagen, zum Beispiel dieses hier, einfach so ein Radio-Button, wäre eine Dump-Component, weil das
sehe ich hier, sehe ich da, ist da oben wieder verwendet. Sowas wie ein Datepicker ist typischerweise auch eine Dump-Component oder irgendwie der Suchenknopf oder so. Aber das Ding, das jetzt hier sich außen rum wrappt, und zwar, ich zeige gleich mal, wie die Seite eigentlich wirklich funktioniert. Wenn ich hier drauf drücke und irgendwas auswähle, Uhrzeit oder Startzeit oder Datum, dann ändert sich das hier mit. Das heißt, das, was hier außen drumherum liegt, dieser Art Container, wäre die Smart Component, die auch zum Beispiel die Logik enthält, was ich eigentlich auswählen darf. Das sehen wir gleich nochmal genauer. Aber klarer ist meistens das Konzept der Dump Component, also zum Beispiel Dropdown, Checkbox, Radio-Button, Eingabefeld, sowas. Wie funktioniert das nun? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man es so designt hat, dann wrappt diese Smart Component, die Zustand und Logik hat, wrappt die andere Komponenten, diese Presentational oder Dump Components oder wie man sie nennen möchte, die sich hauptsächlich darstellen, also zum Beispiel ein Knopf oder Eingabefeld, und die Kommunikation findet nicht zwischen diesen beiden statt, sondern immer über diese Smart Component. Das hat zum einen den Vorteil, dass man die wirklich wiederverwenden kann, dass man keine Listener registrieren muss zwischen denen und dass immer klar ist, wie der Fluss von Kontrolle und Daten ist. Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, führt das eigentlich dazu, dass hier oben Logik ausgeführt wird. Und wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, das Ding soll sich anders darstellen, mache ich das dadurch, indem ich Daten nach unten schicke. Und das führt, also wir haben ja vorhin ja sowas gehört wie Swing. Swing habe ich auch früher programmiert, finde ich auch super. Bei Swing hatte man immer so Listener von links nach rechts, von oben nach unten und von überall nach überall. Und ich hatte auch immer beste Speicherlecks. Und das lag bei mir immer daran, dass man irgendwann diese Listener-Geschichte nicht mehr so richtig auseinandergefummelt kriegt. Zumindest ging es mir so. Und das bekämpft man quasi mit diesem Pattern. Also dass man sagt, der Fluss von allen möglichen geht immer erst nach oben und dann wieder nach unten. So dass man nicht was von links nach rechts hat. Und das ist auch jetzt nicht spezifisch, das ist weder spezifisch für JavaScript noch für irgendeins von diesen Frameworks. Das machen die auch alle gleich. Also können wir auch eigentlich nichts drin unterscheiden. Und im Titel von unserem Talk scheint da schon sowas drin. Eigentlich machen das alle Framework irgendwie ganz gut und das ist fast eine Geschmacksfrage. Und dieses hier, würde ich sagen, ist eines der wichtigsten Patterns. Alle machen das. Ist auch schon mal gut. Hier mal diese Anwendung aufgeklappt gezeigt, wo man das vielleicht irgendwie ganz gut sieht. Das heißt, irgendwie außenrum ist so eine Smart Component. Wenn ich hier drauf klicke, macht es das hier auf und so, ich kann alles mögliche aussuchen. Und wenn ich das wieder zumache, werden hier alle möglichen anderen untergeordneten Dump Components mit aktualisiert. Ja, vielleicht, jetzt wo ich das Beispiel so groß sehe, vielleicht doch nicht so cool. Aber naja, ja, es ist passiert. So, jetzt kommen wir aber zu dem Teil, wo es ein bisschen spannender wird, auch ein bisschen gemischter, wo es ein bisschen mehr Ärger gibt, weil wir jetzt über Unterschiede sprechen. Also wir haben jetzt gesagt, eigentlich ist egal, was ihr nehmt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Jetzt ist es aber doch nicht ganz so egal. Und wir gucken uns jetzt nochmal diese vier Frameworks an, unter dem Gesichtspunkt, wie fühlen die sich eigentlich an? Also und dafür müssen wir wieder Code zeigen. Also ohne Code merkt man nicht, wie ist denn das so? Ist immer noch nicht dasselbe, als würde man nicht schreiben, ihr müsst ja nur lesen. Aber wir zeigen jetzt Code. Gut, also unsere Kandidaten sind diese vier. Und wir fangen an, was war das denn noch, Nils? Da musst du mal kurz sagen. So genau, da gab es mal den Vorschlag. Ich glaube, der ist nicht ganz ernst gemeint, ehrlich gesagt. Und man kann es leider auch nicht hinten lesen. Ob man, wenn man sich jetzt gar nicht entscheiden kann, ob man nicht einfach alle Frameworks in eine Anwendung durchmischen könnte. Und tatsächlich, also hier sind keine Web-Components drin, glaube ich, aber wir haben hier Vue drin, wir haben React drin und irgendwo haben wir auch Angular drumherum. Also hier wird es zum Beispiel importiert. Also ich glaube, das hier ist Angular, ne? Hier. Achso, stimmt, genau. Die Oberkomponente sozusagen ist Angular und da drin wird eine Vue-Komponente gerendert und eine React-Komponente. Das funktioniert wohl auch technisch. Aber ob man das jetzt machen sollte, weiß ich jetzt auch nicht genau. Also in der ich Tendenz weiß das nein. Genau. Aber wenn man sich nicht entscheiden kann, ich glaube, das ist nicht ganz ernst gemeint. Kleines genau. Späßchen, ja. Genau. Aber funktioniert technisch. Ja, gut, gut. Ob man da irgendwie noch dann gut drauf ist danach. Okay, also erstmal Web Components und wir haben so ein paar Stichworte. Also Web Components passt eigentlich gar nicht perfekt, weil Web Components gar nicht ein Framework ist in dem Sinne, dass man jetzt ein Stück JavaScript laden müsste, sondern das ist Vanilla.js. Es ist quasi eine neuere API, die entweder schon in allen Browsern läuft oder sehr bald in allen modernen Browsern laufen wird. Internet Explorer ist kein moderner Browser. Also,
Nur, dass das klar ist. Aber zum Beispiel, neuester Edge-Browser von Microsoft läuft super. Und deswegen ist es auch irgendwie schwierig. Also, das hat so eine Sonderrolle. Also, Standard-Browser-API ist drin. Allein deswegen würden schon manche Leute sagen, aha, interessant. Das heißt, ich habe kein Framework, das ich benutzen muss. Ob das so ist, gucken wir mal. Die Komponenten sind technisch nicht wirklich isoliert. Also das heißt sowas wie, man ist nicht so wie ein iFrame, wo man wirklich komplett eine eigene Anwendung hat, sondern man teilt sich zumindest den JavaScript-Raum. Und was ich hier unten schon andeute, ist, falls man jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass das Programmiermodell vielleicht ein bisschen überholt ist, kann man zusätzliche Bibliotheken benutzen, um zum Beispiel dann ein Web-Component-artiges Rendering hinzubekommen, wie es entweder jetzt oder früher in React ging. Das ist zwar so nebulös, ich glaube, wir müssen uns mal Code angucken. Sonst wird das nicht klar. Also, typisches Konstrukt für Webcomponents. Ich glaube, von hinten ist es zu klein, ist das richtig? Wir zoomen jetzt immer mal ein bisschen rein und raus. Das wird ein bisschen hektisch im Bild, aber es geht, glaube ich, nicht besser. Also, ein Template bei Webcomponents ist im einfachsten Fall einfach ein String. Oder es könnte im etwas komplexeren Fall ein Template sein. Also, sowas wie ein HTML-Template ist im Standard drin. Aber im einfachsten Fall ist es einfach das. Also ein String über mehrere Zeilen geht in JavaScript, kein Problem. An der Stelle seht ihr jetzt, da ist ein Input-Feld, da ist ein Button und da ist ein bisschen Text drin. So, gucken wir mal, wie sieht die Web-Component aus? Was könnte das sein? Also, ich zoome mal wieder ein bisschen rein. Eine Web-Component ist eine Klasse. Das ist erstmal so. Also es gibt keine andere Möglichkeit, eine Web-Component zu erzeugen, außer eine Klasse zu machen. Und das hier sieht aus wie TypeScript, ist es aber tatsächlich nicht, sondern einfach ganz normales JavaScript. Könnte aber auch TypeScript sein. Und an der Stelle erben wir von HTML-Element. Das ist eine Klasse, die gibt es im Browser. Konstruktor in JavaScript sieht so aus. Java-Menschen würden sich eigentlich, glaube ich, freuen, das kommt so hin. Dann sagt man sowas wie, wir benutzen Shadow, das Shadow DOM, das ist quasi eine Kapselung des DOMs. Und sagen, was in diesem DOM dargestellt werden soll, ist das Template von oben. Und dann sagen wir sowas, okay, jetzt besetzen wir ein paar Felder in JavaScript, die muss man nicht deklarieren oder kann man auch nicht mal deklarieren in JavaScript, sondern sage einfach, dieses Feld, da möchte ich gerne, was immer hinter dem DOM-Element mit der ID steht, was sich denn da versteckt, möchte ich gerne hier drin speichern. Kannst du mal kurz rauszoomen oder hochfahren, damit wir sehen, was in war, Nils? Da, genau. Das heißt also, dieses Input-Feld habe ich jetzt am Wickel und der Typ davon wäre also ein DOM-Element. Und das machen wir genauso, das machen wir genauso für dieses Span hier, das heißt, ich habe da eine Referenz drauf und für diesen Button. Und dieses hier ist Vanilla.js. Also das ist kein Framework, das kann man einfach so hinschreiben in JavaScript, funktioniert in allen modernen Browsern. So, dann habe ich also die Referenzen auf diese drei Elemente aus meinem DOM, habe ich hier in Feldern abgespeichert. Kannst du wieder rauszoomen oder hochfahren, ja genau, super. So zur Seite bitte, dass ich das sehen kann hier an der Seite. Mein Assistent hier muss mir da. Aha. Ja, irgendwas ist immer, ne? Ja, okay, gut. Machen wir es so. Es geht nicht besser. Das heißt, es gibt spezielle Callbacks an dieser Stelle, weil ich jetzt von HTML-Element erb und das Ding als Webkomponent benutze, wird dieser Callback aufgerufen, sobald das Ding im DOM landet. Also wir sehen gleich, dass es fühlt sich an wie ein ganz normales Stück HTML-Tag und sobald es im DOM landet, wird das hier aufgerufen. Das heißt, an dieses Ding hier oben, an dieses Input, hänge ich einen Event-Listener dran und jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, also eigentlich um genau zu sein, wenn ich sie wieder loslasse, gucke ich so, was ist quasi da reingetippt worden in dieses Input-Feld und tue es in mein Modell. Und wenn jetzt hier auf den Klick-Knopf gedrückt wird, also ich hänge Listener dran, dann setze ich mein Modell auf nichts. Kannst du mal das so reinscrollen, dass man sieht. Und JavaScript geht das so, dass so eine Zuweisung hier zu so einem quasi Property-Setzungsaufruf führt. Das heißt, ich kriege diesen Value rein, setze mein Input-Feld auf das und setze noch ein weiteres Textfeld auf diesen Wert. Und das ist es dann. Und damit das eine Web-Component ist und auch als solche bekannt ist, muss ich sagen, unter welchem Namen ist es denn bekannt? Also wie kann ich das im Markup später benutzen? Habe ich einfach gesagt, myElement muss hier eine Referenz auf die Klasse geben. Kannst du mal ganz rauszoomen?
Dankeschön. Und wie benutzt man das jetzt? Dankeschön. Ja. Ich meine, besser geht es nicht, damit alle was sehen können, anders können wir es nicht machen. Das heißt also, aus einer HTML-Seite würde ich jetzt sagen, dieses hier liegt jetzt in myElement.js, also in JavaScript-Datei, könnte auch direkt inline sein, das lade ich rein und kann danach direkt in meiner HTML-Seite myElement angeben. Das wäre tatsächlich möglich, dass die Definition irgendwie oder dass dieses Markup nicht im Frontend passiert, sondern auch im Backend. Das heißt, es wäre möglich, dass ein Backend sowas rausrendern würde und ich zwar noch dieses Stück JavaScript bräuchte, aber sowas qualifiziert sich auch für Backend-Rendering. Bleiben wir mal ganz kurz auf dieser, mal rauszoomen, aber bleiben wir mal kurz da drauf. Was ist das für ein Stil? Was ist das für ein Programmierspiel? Habt ihr schon mal so programmiert? Wenn ja, wie? Mit welchem Framework? jQuery, ja. Dieses Zeug hier sieht ein bisschen jQuery-mäßig aus, ne? Und dass man so Sachen dranhängt und so, aber jetzt haben wir trotzdem ja sowas wie haben eine Komponente. Mich erinnert das ein bisschen an Swing, so wie ich Swing früher gebaut habe. Ich hänge Listener dran, nebenbei fehlt übrigens die Stelle, wo ich die Listener deregistriere, müsste ich nämlich auch eigentlich machen, so wie in meinem Swing-Code. Und das ist so prozedurale Art und Weise, wie, also das muss nicht schlecht sein, ist aber typischerweise nicht mehr das, was man so jetzt macht im Front. Also viele Leute würden es allein deswegen sagen, so baue ich euch keine komplette Anwendung hin. Weil auch relativ viel von dem Zeug hier, sowas hier, wo ich irgendwie die Referenzen mir merke und die Listen dranhängen und so. Ziemlich viel von diesem Code ist ja gar nicht besonders schlau, sondern das muss ich einfach nur hinschreiben, damit es geht. Das meiste steckt da oben drin und Logik müsst ihr mal jetzt echt relativ lange suchen, wo ist eigentlich hier Logik drin? Da ist gar keine drin, ne? So ein bisschen hier, wie setze ich mein Modell? Und deswegen ist so, haben manche Leute gesagt, mit Web Components kannst du nichts bauen. Oder mit Vanilla.js kannst du nichts bauen. Das kann man, dem kann man widersprechen. Aber der Hintergrund der Aussage ist eben diese prozedurale Art und Weise der Programmierung. Und dann haben viele Leute auch gesagt, Web Components kannst du in die Tonne. Sehe ich anders. Und zwar unter anderem, weil es zusätzliche Bibliotheken gibt, dann verliert man natürlich diesen Vorteil, dass man überhaupt keine Abhängigkeit zu Bibliotheken hat. Und das, was sich da anbietet als zusätzliche Bibliothek, ist der Nachfolger von Podimir. Podimir ist, ich wage mich, das hier vor laufender Kamera zu sagen, ist tot. Das gibt es irgendwie nicht mehr. Aber es gibt sowas wie einen Nachfolger und da sieht man hier so, ist auch in der URL drin, die echt auch ein bisschen stolperig ist, ne, die URL. Also da haben wir uns auch schon aufgefallen und gedacht, ist das eigentlich die richtige, ist sie aber. Wer hat mal Podimir benutzt? Okay, paar. Ja, okay. Ist auch keine schlechte Sache und das ist jetzt der Nachfolger. Mal sehen, wie das jetzt aussieht. Also gucken wir uns mal an, Web Components mit Lit-Element. Kannst du wieder ein bisschen reinzoomen. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich in TypeScript, müsste aber nicht. Also das ist TypeScript, einfach so mit den Fingern, nein? Ja, jetzt. Okay. Gut, also hier sehen wir zum Beispiel sowas wie ein Decorator, wo wir uns sagen, das soll jetzt als MyElement registriert werden. Wir erben jetzt nicht mehr von, kannst du doch ein bisschen mehr reinzoomen? So, also wir haben auch irgendwie viel Platz. Gut, noch mehr, ja, wunderbar. Großartig, perfekt, so ist es perfekt. Wir erben jetzt von Lit-Element, das heißt, wir benutzen diese Bibliothek und das gibt uns Möglichkeiten, Dinge zu tun, die jetzt sehr viel eleganter sind. Nämlich sagen wir mal React-elegant und das ist sehr stark von React inspiriert. Das heißt, wir können zum einen sagen, dieses Feld hier, also zum einen, weil wir TypeScript benutzen, können wir überhaupt Felder deklarieren, auch mit Typen. Wir sagen also, dieses String-Feld hier mit dem Default Hello ist ein Property und das bedeutet, jedes Mal, wenn wir dieses Property ändern, wird die Render-Methode aufgerufen. Also so definiert, weil wir eben von diesem Lit-Element erben. In der Render-Methode machen wir wesentlich das, was React auch machen würde, nämlich wir geben deklarativ Markup an mit so Lücken drin. Das heißt, an der Stelle sagen wir, okay, wir geben ein Inputfeld aus und rendern hier bei dem Value, nämlich was in dem Inputfeld drin steht, geben wir an, was immer das Property enthält. Und dann sagen wir sowas, okay, key up, das kommt uns ja irgendwie bekannt vor, dann sagen wir, wir setzen dieses Property neu, mit was immer in dem Inputfeld drin stand. Ja. Auch irgendwie relativ klar, denke ich. Und hier geben wir auch nochmal dieses Greeting an, wie das aus dem Property hier oben. Und wenn man auf diesen Knopf drückt, dann, also Click-Event, dann rufen wir die Methode hier unten auf. Und die setzt auch wieder das Property um. Jedes Mal, wenn das Property gesetzt wird, wird eben die Render-Methode aufrufen. Technisch ist das hier Tagged
String literal. Also ich komme immer irgendwie damit, wie das wirklich heißt, durcheinander. Das heißt, dieses hier enthält ein bisschen Magie. HTML ist eine Funktion eigentlich, ne? Auch wenn es nicht wie eine aussieht. Genau, es ist eine Funktion, aber eine spezielle, die mit diesem, hier geht es irgendwann zu, mit diesem, genau, dankeschön, mit diesem String-Template umgehen kann. Und das Besondere daran ist jetzt, das muss nicht kompiliert werden oder so, oder das ist einfach ganz normal, schlichtes, entweder JavaScript oder TypeScript. Das heißt, man muss das nicht durch den Compiler jagen. Wer React kennt, wird sagen, das sieht ja aus wie React, und das ist eben, wie gesagt, nicht zufällig. Und es ist irgendwie ganz schön, weil ich irgendwie diese ganze, also vor allen Dingen ist es schön wegen den Dingen, die nicht da sind, wie zum Beispiel irgendein Code für Registrierung von Listenern. Und das ist eigentlich ganz nett, also ich mag das. Gut, machen wir da raus da. Die Verwendung ist genauso. Also hier habe ich es ein bisschen anders hingeschrieben als vorher, aber nehmen wir mal an, my pure Element, da steht das drin. Wenn ich das jetzt hier importiere, kann ich es danach genauso benutzen wie vorher. Also ist eben auch nur ganz normale Webkomponente. Das unterscheidet auch dieses Lit-Element ein bisschen von den anderen Frameworks, weil Lit-Element nicht eine Idee von einer Komponente mitbringt, sondern eher eine Idee davon, was mache ich innerhalb der Komponente. Letztlich, also da gibt es so ganze, also mehrseitige Twitter-Threads mit sehr emotionalen Ausdrücken drin, die wirklich sehr emotional, die so diskutieren, ob das jetzt wirklich eigentlich ein ganz anderes, was anderes Qualitatives als React oder Angular oder nicht. Und ich würde sagen, beide Seiten haben so einen Punkt. Also es ist ein Framework, dieses Lit-Element, aber es ist ein Framework innerhalb einer Web-Component. Und man kann auch in der nächsten Web-Component ein ganz anderes Framework oder gar kein Framework benutzen. Das interessiert die Web-Components nicht. Okay. Nochmal ganz kurz gezeigt, dieses Ding hier oben ist ein Property, ist auch so definiert. Das heißt, wenn ich irgendwie hier Zugriff auf mein Element bekomme, und das funktioniert über die ganz normale Browser-API, weil es eben ein ganz normales Browser-Element, ganz normales DOM-Element ist, nur selbst definiert. Wenn ich da dran komme und jetzt dieses Property hier oben ändere, da, dann, also zum Beispiel auf High, dann ist das für dieses Element genauso, als hätte ich es jetzt von innen hier geändert und es wird dann auch neu gerendert. Das heißt, wenn man so gerne Browser-API mag oder sowas wie Vanilla.js, fühlt es sich total natürlich an, weil es eben auch total natürlich ist. Und insbesondere auch möglich ist über Backend-Geschichten. Gut, kommen wir zum nächsten. Eigentlich das, also wenn man von Gegensätzen sprechen würde, ziemlich starker Gegensatz, nämlich in dem Fall ein komplettes Framework. Eben hatten wir gar kein Framework oder ganz bisschen. Und Angular kommt eher mit dem Ansatz, wir kloppen also über die Idee des Browsers, die Angular-Idee. Und auch da definiert man Komponenten als Klassen, auch mit Dekoratoren, also dieses Ding mit dem Ergel, was bei uns Annotation heißt, heißt da Dekoratoren, auch TypeScript. Wenn man Angular benutzt, muss man sehr viele Entscheidungen nicht treffen, was gut sein kann, weil wahrscheinlich die schlauen Leute die gut getroffen haben, oder nicht so gut, wenn die nicht gut passen. Das Programmiermodell ist so ähnlich wie in Java und auch so ein bisschen so Spring-mäßig, also passt ziemlich cool. Das heißt, es gibt sowas wie Services oder Dependency Injection und alles ist eigentlich relativ gut getypt und ziemlich viel Annotation. In Angular haben wir auch ein kleines Beispiel, ein anderes Beispiel. Wir haben uns überlegt, machen wir für alle dasselbe Beispiel, aber dieses Hello World Zeug, das ist ja nicht das, wie es am Ende im Projekt aussieht. Deswegen machen wir immer ein bisschen unterschiedliche Sachen, um die Natur des Frameworks zu zeigen. Kannst du mal kurz reinzoomen? Einfache Komponente. Man sieht, es ist alles TypeScript. Das hier ist unsere Komponente, Button Component heißt sie, Klasse, Annotation, wie wir sie eben gesehen haben. Hier haben wir ein Feld, das den Titel zum Beispiel oder den Namen eines Knopfes halten kann und wir haben etwas für die Ausgabe eines Knopfes, das heißt, dieses Ding ist in der Lage, Events nach oben zu schicken. Da kommen wir zurück auf diese Smart und Dump Komponente, das ist eine Dump Component, also einfach nur ein Knopf, der hat keine schlaue Logik, deswegen sehen wir auch keine. Und er kann nur Events nach oben schicken und sagen, so, ich bin jetzt geklickt worden. Auch mit Annotation, das muss man nicht zwingend machen, aber das ist der kanonische Weg, gibt man also an sowas wie, wie heißt denn die Komponente oder worüber würde ich jetzt so eine angeben und kann das Template entweder direkt angeben oder im anderen File. Das würde jetzt in dem Fall sowas sein, also wieder ganz normal Markup. Also die Template-Syntax ein bisschen anders als bei Web Components, aber im Prinzip macht sie das Gleiche. Also man gibt einen Titel an und wenn geklickt wird, Events sind immer in so runden Klammern, dann rufe ich von diesem Send hier unten Emit auf, also schicke ein Event nach oben.
einfache Komponente. Man sieht aber irgendwie den Stil, wenn man noch nie eine gesehen hat, kriegt man zumindest einen Eindruck. Also manche Leute würden sagen, es ist irgendwie ganz schön viel dafür, dass noch nicht so viel passiert, aber es ist auf jeden Fall so, dass man als Java-Entwickler das ganz gut verstehen kann, würde ich zumindest behaupten. Jetzt eine Komponente, die das ummanteln könnte, also passiert nicht viel Neues, aber ein bisschen. Das heißt, ich habe hier in dem Markup, benutze ich jetzt dieses App-Button-Ding von da oben, da. Ich habe wieder sowas wie, wenn zum Beispiel Send aufgerufen wird, nämlich an der Stelle hier, dann schicke ich das wieder nach oben und ich gebe dieser Komponente, also als Daten nach unten, welchen Titel soll sie haben. Und dieses hier an der Stelle wäre einfach nur ein Container, um zum Beispiel Diff, um irgendwie mehrere Sachen rumzurappen mit einem bestimmten Layout. Ja, also auch noch nichts Spannendes. Und die Benutzung davon in einer Smart Component wäre dann auch wieder so, dass ich sagen würde, okay, das Ding ist jetzt der App-Container. Im App-Container kann ich auf diesen Send-Event reagieren und würde hier in meiner Smart Component, die jetzt hier aus Platzgründen ausgespart ist, aber eben eine Click-Methode hätte, würde ich jetzt auf das Ding am Ende reagieren. So, jetzt haben wir an der Stelle zum einen gezeigt, wie würde sowas wie Smart und Dump im Code aussehen. Zum anderen hoffen wir, zumindest so eine Idee davon gegeben zu haben, wie fühlt sich Angular eigentlich an. Natürlich bei Lesen immer schwer, beim Schreiben fühlt sich ein bisschen anders an, aber ja, das ist eben die Idee, die wir vermitteln können. Gut, kommen wir wieder zu Nils. Wieder tauschen wir das Ding hier. Alles klar, also wir haben jetzt zwei Frameworks gesehen, oder bei Web Components kann man sich ein bisschen drüber streiten, ob es jetzt eigentlich ein Framework ist oder nur eine API in Anführungsstrichen. Aber kommen wir nochmal zu zwei weiteren. Und zwar das nächste, was ich euch gerne zeigen möchte, ist React. Auch da haben wir versucht, das mal auf so ein paar Eigenschaften zusammenzufassen. Also das sind sicherlich nicht alle, aber man muss ja sich mit irgendwas auf irgendwas beschränken. Und zwar, was man glaube ich sagen kann bei React erstmal, das finde ich insbesondere in dieser JavaScript-Szene eigentlich ganz interessant, dass es sehr, sehr konservativ weiterentwickelt wird. Das bedeutet, wir bekommen zwar neue Features, und zwar das auch nicht zu knapp, aber die werden alle abwärtskompatibel eingebaut. Also ein Beispiel wäre die aktuelle React Major Version Nummer 16, die ist im September 2017 erschienen. Also ist über 2 Jahre schon alt, die aktuelle Major Version. Könnt ihr mal im Kopf nachrechnen, wie viele JDK-Versionen es in der Zeit gegeben hat. Und das ist gerade, finde ich, in dieser tendenziell als kurzlebig verschriebenen JavaScript-Community-Szene doch sehr erstaunlich. Und in diesen 2 Jahren sind aber unglaublich viele neue Features dazugekommen, die aber eben alle abwärtskompatibel hinzugefügt worden sind. Und React achtet sehr auf diese semantische Versionierung, also wenn irgendwelche APIs brechen, dann gibt es eine neue Major-Version, wenn sie nicht brechen, gibt es eben nur eine neue Minor-Version. Eine Besonderheit von React ist vielleicht, dass es keine Template-Sprache gibt, da kann man sich so ein bisschen drüber streiten, aber wir werden gleich sehen, dass wir unseren UI-Code tatsächlich in JavaScript schreiben. Also wenn man jetzt JavaScript hasst, ist React nicht das richtige Framework, würde ich mal sagen. Das war in den anderen Frameworks vielleicht ein kleines bisschen anders. React hat eine sehr funktionale API. Seit ungefähr einem Jahr kann man React ausschließlich funktional programmieren, wenn man das möchte. Das zeige ich euch auch gleich. Und React würde ich auch als sehr flexibel und sehr gut integrierbar beschreiben. Also insbesondere, wenn man jetzt schon fertige Webseiten hat, vielleicht mit viel statischem Content. React macht nicht sehr viele Aussagen, wie die Umgebung um React herum aussehen muss. Ich kann das auch auf kleinen Teilen meiner Anwendung integrieren. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel an der Stelle, weil ich das fast schon absurd finde, wie klein das ist. Wenn ihr auf süddeutsche.de einen Artikel lest, dann sind neben dem Artikel sind so Icons zum Sharen auf Twitter und so weiter. Und es gibt einen Link, da steht nur Kommentieren bei. Und wenn man da draufklickt, dann kommt eine kleine React-Anwendung mit einem Textfeld und einem Absenden-Button, wo man quasi der Zeitung einen Leserbrief schreiben kann. Also und wenn man die Seite aufmacht, ist wirklich nur ein ganz normaler Link und dahinter ist dann eine React-Anwendung. Vielleicht wollten die das mal ausprobieren, keine Ahnung, warum sie es so gemacht haben. Genau, also lässt sich sehr gut in auf bestehende Webseiten aus meiner Sicht integrieren. Genau, gucken wir uns auch hier mal ein bisschen Codebeispiel an. Mal gucken, jetzt müsstest du quasi, genau. Also ich hatte ja schon gesagt, React-Anwendungen werden funktional programmiert. In React sind Komponenten Funktionen. Das war früher anders oder man kann es auch immer noch anders schreiben, aber die Zukunft von React, da lege ich mich mal fest, wird so aussehen. Eine Komponente ist eine Funktion, der Name der Funktion ist der Name der Komponente. Wir können in diese Komponente von außen Eigenschaften reingeben, Properties heißt das in React oder kurz Props. Und in dieser Komponente oder aus dieser Komponente raus, aus dieser Funktion, geben wir jetzt unser Template quasi. Und dieses Template, seht ihr schon, das sieht aus wie HTML, ist aber in Wirklichkeit kein HTML.
Das wird von einem Compiler, Babel oder TypeScript in JavaScript-Code übersetzt. Also zur Laufzeit ist das JavaScript-Code, weil das hier ist ganz klar, das kann, versteht kein Browser und das wird wahrscheinlich auch nie ein Browser verstehen. Das heißt, wenn wir mit React arbeiten, brauchen wir in jedem Fall einen Compiler. Das ist bei Web Components wahrscheinlich anders. Und es, genau. es ist wirklich bemerkenswert, dass das, man kann Klassen schreiben in React und das war früher so, aber dass das der Weg ist, in den es geht. Ne? Das würde ich schon sagen. Genau, so. Wobei das hätte man schon früher schon als Funktion geschrieben, aber wir gucken uns gleich noch was anderes an. Das wird so der Weg sein und das könnte ich auch, wenn ich wollte, könnte ich das auch mit TypeScript machen übrigens. Funktioniert auch sehr gut damit zusammen. Genau, ganz einfache Komponente und wie gesagt, speziell ein bisschen an React ist, dass ich eben mein HTML-Code quasi in meinen JavaScript-Code reinschreibe. JSX nennt sich das. Das ist eine JavaScript-Spracherweiterung. Genau, das kannst du fast so lassen, glaube ich. Oh ja, stimmt. Also, wir haben jetzt hier so eine Dump-Komponent gebaut, nämlich einen Button. Der ist wirklich Dump. Wenn man draufklickt, wird irgendein Ereignis ausgelöst oder das kann ich von außen reingeben und der zeigt irgendein Label an. Das macht wenig Sinn, diese Komponente. Das ist jetzt wirklich nur ein ganz einfaches Beispiel. Das nächste Beispiel ist schon ein bisschen aufregender sozusagen. Auch wieder haben wir hier eine Funktionskomponente und interessanterweise, und das ist relativ neu, das geht erst seit Anfang des Jahres, kann ich in dieser Funktionskomponente auch Zustand halten. Also ich kann Informationen in dieser Komponente vereinfacht gesagt speichern. Das ist so ein bisschen, könnte man das vielleicht vergleichen mit dem, was wir in anderen Frameworks vielleicht als Modell bezeichnen. Also wir speichern hier irgendwelche Daten von unserer Komponente. Rufe ich mit so einer Funktion hier auf, die ist ein bisschen speziell. Und die merkt sich für uns quasi, welche Daten haben wir in dieser Komponente gespeichert, so ganz vereinfacht gesprochen. Und auch hier geben wir wieder unseren HTML-Code zurück, also das, was die Komponente auf der Webseite darstellen soll. Und wir sehen hier, ist das schon ein bisschen, also syntaktisch ist genau das Gleiche, ein kleines bisschen komplizierter, weil es mehr anzeigt. Wir können zum Beispiel mit diesen geschweiften Klammern hier Werte aus unserem Modell anzeigen und wir können mit dieser zurückgelieferten Funktion hier, das ist sozusagen eine Art spezielle Funktion, können wir den Zustand verändern, können wir die Werte in unserer Komponente verändern. Und wenn ich jetzt, also die Idee hiervon ist, ich habe ein Eingabefeld, da stehen zwei Buttons neben und mit den Buttons passiert irgendwas. Und was ich in React nicht habe, ist ein Zwei-Wege-Data-Binding, das heißt, wenn sich auf der UI irgendwas verändert, muss ich mein Modell manuell anpassen. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich auf den On-Change-Listener reagiere, das ist so ähnlich wie in dem Web-Component-Beispiel eben, horche ich auf das Event, jemand hat was eingetippt und setze mein Modell neu. Und das Interessante bei React ist jetzt, durch dieses Aufrufen von dieser Funktion, das sieht man dem Code nicht an, das muss man wissen, wird diese Funktion neu ausgeführt. Und jetzt habe ich hier meinen neuen Wert und kann mit diesem neuen Wert meine neue UI zurückliefern. Das heißt also, immer wenn sich irgendwie in React irgendwas verändert, wird immer die ganze Komponente gerendert und alle Komponenten auch, die da drunter hängen. Und deswegen kann ich da eigentlich sozusagen nie in inkonsistente Zustände kommen, weil oben ändere ich irgendwas in meiner Hierarchie und rendere alles runter. Und was wir hier auch noch sehen, auch das haben wir eben in den anderen beiden Beispielen gesehen, ich kann mit selbst definierten Properties oder Eigenschaften, kann ich irgendwas an Unterkomponenten übergeben, in dem Fall übergebe ich das, was sozusagen passieren soll, wenn auf die Button gedrückt wird und was diese Buttons anzeigen sollen. Also so verwende ich quasi eigengeschriebene Komponenten. Das kannst du nochmal. Genau, und wenn wir quasi diese Komponente jetzt wieder, das wäre sozusagen der dritte Schritt, wenn wir diese Komponente jetzt verwenden würden in sowas wie einer Anwendung oder so, Anwendungen in React sind auch nur Funktionskomponenten oder sind auch nur Komponenten, es gibt nicht so den Anwendungsbegriff, würde ich die Komponente hier einfach, wo haben wir sie, würde ich sie verwenden. Und das entspricht jetzt auch wieder so ein bisschen diesem Pattern, was Olli vorhin gezeigt hat. Ich verwende unten Komponenten, ich reiche in meine Search-Field-Komponente jetzt eine Callback-Funktion rein an dieser Stelle und wenn ich in diesem Search-Field, was da oben war, auf Suchen drücke, wird quasi die obere Komponente, nämlich meine Anwendung, informiert, dass jetzt gesucht werden soll. Dann würde ich hier vielleicht irgendwie suchen, das habe ich jetzt ausgespart hier, den Algorithmus. Und wenn das Suchergebnis da ist, setze ich das in der Anwendung quasi als Modell. Die Komponente hier wird neu gerendert und kann das Suchergebnis dann anzeigen. Also React ist komplett listenerfrei und komplett deklarativ. Und zumindest diese Komponente würde in TypeScript übrigens genauso aussehen. Ich glaube, das wäre komplett gültiger TypeScript-Code, wenn ich das auf den ersten Blick sehe. Hier müssten wir jeweils angeben, wie die Properties aussehen. Aber es funktioniert aber sehr gut mit TypeScript auch. Genau, das wäre React. Kommen wir noch zum letzten Framework, Vue. Ich bräuchte mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Klar. Einmal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
genau, View mache jetzt ein bisschen schneller. Auch hier wieder vier Kriterien. Also erstmal erinnert es ein kleines bisschen, wenn man will, an Angular 1, ob das jetzt ein positives oder negatives Vergleich ist, muss jeder selbst entscheiden. Es ist auf jeden Fall relativ leicht zu erlernen. Wir schreiben Templates und das würde ich mal so sagen, das ist jetzt gar nicht bösartig gemeint oder so, aber diese Templates verstehen auch Leute, die nicht programmieren können, die vielleicht einfach nur irgendwie HTML hinschreiben wollen, also nur in Anführungsstrichen, das soll wie gesagt gar keine Abwertung sein, die CSS können, ich habe große Hochachtung vor Leuten, die CSS können, die sich aber mit der JavaScript-Logik vielleicht nicht so auseinandersetzen wollen, mit der JavaScript-Lösung. Und Vue ist auf jeden Fall auch wieder eine Komplettlösung, also wir haben alles dabei, was wir brauchen, um auch große Anwendungen zu bauen. Auch da wieder das Beispiel, sieht so ähnlich aus wie ein React, also von der Fachlichkeit quasi. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Vue-Anwendungen schreibt. Ich habe jetzt hier eine genommen, die ich ganz gut finde, weil man sie ganz gut versteht, glaube ich. Wir haben in Vue alles, was zu einer Komponente gehört, in einer Datei. Die heißt hinten.vue originellerweise. Die besteht aus einem Template. In dem Template schreibe ich quasi meinen HTML-Code hin. Die besteht aus einem Skript-Teil, da kann ich so ein bisschen Logik definieren. Also hier sage ich im Prinzip, das ist jetzt wirklich eine ganz einfache Komponente, wie die heißt und welche Properties die erwartet. Auf die Properties kann ich zugreifen, indem ich hier mit dieser Template-Syntax darauf zugreife. Und unten kann ich auch noch das CSS-Styling für die Komponente angeben. Und insbesondere diese beiden Teile da oben und unten, da würde ich mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das verstehen auch Leute, die eben normalerweise nicht JavaScript programmieren, können da CSS hinschreiben, das sowieso. Und auch oben diese Template-Sprache hat man relativ schnell verstanden. Das ist ein bisschen kleiner machen, genau. Genau, nochmal ein bisschen größeres Beispiel, ist genau das gleiche. Jetzt haben wir wieder, das ist im Prinzip das React-Beispiel. Wir haben oben das Search-Field, das besteht aus den beiden Button-Komponenten, die ich euch gerade gezeigt habe. Auch hier oben wieder das Template. Auch da ist relativ, das ist relativ nah am HTML-Code, würde ich sagen. Wie gesagt, man könnte das Template auch woanders hinschieben, das muss nicht in der gleichen Datei sein, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Auch hier haben wir wieder unsere Logik, im Gegensatz zu React ist das jetzt hier keine Klasse, sondern einfach nur ein Objekt, wo ich zum Beispiel hier mit dieser Data-Funktion mein Modell zurückgebe. Das Modell wird im Gegensatz zu React automatisch mit zwei Wegebindings, seht ihr da oben bei dem Inputfeld, an mein Inputfeld gebunden. Das heißt, wenn ich das hier ändere, wird es oben aktualisiert und auch umgekehrt, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und ich kann hier beliebige Methoden definieren in diesem Objekt, die ich von oben aus meinem Template aufrufen kann. Also hier zum Beispiel diese Search-Funktion, die wirft dann ein Event, wenn die Suche losgehen soll, sodass Komponenten quasi, die da drumherum hängen, also die dieses Search-Field verwenden, dann die Suche antriggern können. Das erspare ich euch jetzt. Und was für mich das Besondere ist, zum einen sieht das ziemlich nach Angular 1 aus und zum anderen muss man sich nicht mit Sprachkonstrukten wie Klassen oder komplexen Funktionen auseinandersetzen. Genau. Was für viele Leute gut ist, die das eben nicht wollen oder nicht können. Genau, es ist sehr auch mit diesem this zum Beispiel, das ist sozusagen alles in Anführungsstrichen richtig, in Angular-Klassen, Entschuldigung, in React-Klassen ist das this irgendwie immer falsch, da muss man immer was machen, dass es richtig war. Das ist hier eigentlich, muss man fairerweise sagen, ein bisschen eleganter gelöst. Genau, und auch hier haben wir wieder unser Styling drin. Das Styling ist auch, wenn man das möchte, automatisch so gescoped, dass sich das nur auf diese Komponente bezieht und nicht das Styling von anderen Komponenten kaputt macht. Also das Inputfeld und der Button da oben, ob das so stimmt, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz genau. Sollte auf jeden Fall nur das Inputfeld von da oben beeinflussen und nicht die ganze Anwendung. Genau. Okay. Das heißt, wir haben ein bisschen wenig Zeit, glaube ich, gerade deswegen will ich das jetzt mal so stehen lassen. Ja. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Framework auch. Und jetzt haben wir noch mal zum guter Letzt, also wir haben euch jetzt vier Frameworks gezeigt, noch mal ein paar Kriterien geben, anhand derer ihr das unterscheiden könnt. Wenn ihr nicht sagt, naja, von dem Code-Stil gefällt mir sowieso das eine oder andere sowieso am besten, deswegen nehme ich das jetzt. Und wir haben ein paar Kriterien aufgeschrieben, wo anhand deren man das unterscheiden könnt. Wie ihr die gewichtet, müsst ihr natürlich dann selber wählen, aber es ist ein kleiner Hinweis vielleicht. Und das Erste, was man sich vielleicht fragen könnte, seit wann gibt es das eigentlich? Seit wann kann man das eigentlich anwenden? Weil das hat vielleicht auch Auswirkungen darauf, wie groß ist die Community, wie viel Dokumentation findet man und so weiter und so fort. Und wenn wir uns das mal auf diesen Zeitstrahl angucken, sehen wir Angular 1, AngularJS, gibt es schon relativ lange, 10 Jahre. Das ist schon alt, kann man sagen. React ist mittelalt vielleicht. Die anderen sind ein bisschen jünger und insbesondere LitElements 2018 ist wirklich ganz, ganz neu. Also auch zu diesem hier nochmal ganz kurz, wann ist es seriös einsetzbar? Also Web Components gibt es schon viel länger, aber das konnte man vorher eigentlich nicht benutzen, weil das so ein Google-Eigengewächs war und bevor,
Also 2018 war das erste Mal, dass man dachte, eine größere Bandbreite von Browsern unterstützt das überhaupt. Genau. Okay, ja. Also, genau. Also könnte man sich vielleicht irgendwas ableiten, wenn das für einen wichtig ist. Zweite, was man sich vielleicht angucken könnte, das geht so wieder in diese Frage Vanilla.js, wie will ich eigentlich programmieren, will ich viele Abhängigkeiten, wie will ich wenig haben. Also wie nah ist das Framework oder die Bibliothek eigentlich an den Browserstandards oder wie viel weicht das da ab? Und wenn wir links gucken, das ist sozusagen hier der Browserstandard und rechts ist, die haben ihr eigenes Süppchen gekocht, die Frameworks. Natürlich ganz klar, hier Web Components ist Browserstandard, also das geht gar nicht weiter nach links. Lit-Element fügt zwar ein bisschen Code hinzu, ist aber auch immer noch sehr nah am Browserstandard, haben wir ja auch gesehen. Und klein. Ja. Vue haben wir zum Beispiel gesehen, ist HTML, sieht relativ wie HTML aus, halt ein Template. CSS schreiben wir so hin. Bei React kann man sich ein bisschen drüber streiten, hängt auch ein bisschen davon ab, vielleicht welche Version man sich anguckt, aber geht auf jeden Fall in Richtung eigenes Süppchen. Und Angular haben wir auch gesehen, die haben wirklich einen sehr eigenen Stil, ohne dass das eine oder das andere jetzt per se schlecht ist, ob man jetzt da links oder rechts auf der Skala verortet ist, muss man eben sich selber entscheiden, was einem da sozusagen wichtig ist. Genau, Nummer drei könnte man auch als Kriterium nehmen, Führung mal genannt, also wie stark leitet mich eigentlich die Bibliothek oder das Framework in meiner Entwicklung, wie viel Gedanken muss ich mir selber machen oder an wie vielen Stellen sagt das Framework, ist doch ganz klar, wenn du das Problem hast, löst es so und wenn das Problem hast, löst es so, auch das kann man hier so einordnen, ganz klar auf der linken Seite, also mit ganz klaren Vorgaben Angular, da ist relativ strikt festgelegt, wie man welche Sachen implementieren muss. Bei Vue ist eigentlich auch noch relativ klar, es gibt zwar verschiedene Wege, wie man Sachen machen kann, aber eben auch das komplettes Framework, wir haben alles dabei, wenn wir jetzt sowas machen wollen wie einen clientseitigen Router, ist das ist in Vue festgelegt, wie man das macht. Auf der anderen Seite, um nur mal die Extreme aufzuzeigen, sozusagen React als Framework, das einem eigentlich sagt, an mehreren Stellen sogar in der Dokumentation, ist uns alles egal, wie ihr das macht, macht es so, wie ihr euch damit wohlfühlt. Also die sagen einem im Prinzip überhaupt nicht, wie man irgendwas machen kann. Auch da gilt wieder, das eine muss nicht pauschal besser oder schlechter sein als das andere, sondern das hängt immer vom persönlichen Geschmack auch ab. Jetzt nochmal kurz hier. Geht? Ja, weiß ich nicht. Muss ich dann machen? Warte mal was. Mal oben rum. So, zu verkabelt. Danke. Alles klar. Wir haben noch drei weitere Skalen. Und zwar Resonanz, also wie stark muss man sich auf die Weiterentwicklung einstellen oder wie stark muss man reagieren. Web Components ist per Definition, weil es ja ein Standard ist und weil es tatsächlich im Prinzip so fertig ist, muss man nicht viel tun. React tut sich zwar viel, aber es bleibt immer rückwärtskompatibel. Und so Bewegung haben wir bei Angular relativ viel gesehen, aber wir haben jetzt kriegen das Gefühl, das wird langsam relativ stabil. Aber diese Geschichte, wie wird man es eigentlich schaffen, mit Web Components plus irgendeiner Lib produktiv arbeiten zu können, fühlt sich für uns nicht fertig oder abgeschlossen an. Und die anderen bewegen sich eben so in der Mitte. Das heißt also, Web Components einmal ganz links, einmal ganz rechts. Oh, gut, kann man so oder so sehen. Hypothek, also wie verbindet man sich eigentlich ans Bein? Also gerade bei Anwendungen, die richtig lange leben möchten, wo man so sagt, na, gibt es in Angular in 15 Jahren noch? Ist jetzt ein krasses Beispiel, aber könnte man das im Notfall irgendwie ersetzen durch eigenen Code? Und das ist die Frage, also wir würden sagen, Angular kann man zur Not nicht durch eigenen Code ersetzen und React wüsste ich auch nicht, wie man das schreibt, aber gerade sowas hier, da hat man ja gar keine Abhängigkeit, weil man keinen eigenen Code hat und diese winzige Lib, die man dazu nimmt, das würde ich tatsächlich, ich als mittelguter Programmierer, könnte ich tatsächlich selbst hinbauen. Das kann man auch abschätzen, wie lange würde das eigentlich dauern. Letzter Teil, also ich muss ein bisschen schneller durchgehen. Wie vollständig ist das eigentlich? Man hat was vor und möchte jetzt sagen, so jetzt wollen wir damit eine richtige Anwendung bauen. Was brauche ich denn noch dazu? Da brauche ich überhaupt noch was dazu? Und bei Web Components würde man sagen, es gibt keine Router-Komponente, das Rendering, wie mache ich das eigentlich? Wie mache ich State Management? Müsste ich alles dazu nehmen? Diese beiden Frameworks sind ziemlich komplett. Vue ist sogar noch ein bisschen, da haben wir das Gefühl, ist irgendwie noch klarer, was man da nehmen würde. Auch State Management ist klarer als bei Angular und die beiden eher so in der Mitte. Was ja auch irgendwie wichtig ist. Man möchte ja irgendwie, da häufig widersprechen sich die Sachen natürlich. Wenn was total komplett ist und vollständig, heißt das natürlich auch, man bindet sich ordentlich was ans Bein. So. Ich glaube, da summt auch schon unser Alarm, dass wir fast durch sind. Also,
was, also wenn man jetzt nur noch irgendwie am Ende das dem Management zeigt, Angular, Einheitlichkeit über viele Teams, was total gut sein kann. Muss ich nicht mit jedem streiten, wenn man was Dickes baut. Maximale Flexibilität, wenn man React mag. Oder andersrum, wenn man maximale Flexibilität will, mag man vielleicht React. Webkomponenten, keine Abhängigkeiten, naja, aber dann ohne Abhängigkeiten kann man eigentlich auch nichts bauen, würden wir sagen. Und für UI, Leute, die Frontend-Entwickler sind, lieben tatsächlich Vue. Bringen wir das hier zu Ende. Das heißt, wir haben das hier, oder besser gesagt, meine Kollegen von dem Bar und ich, haben das hier nochmal so einen Spicker getan, der liegt da vorne ausgedruckt. Das heißt, das hier könnt ihr nochmal zum Mitnehmen, als einen Einseiter mitnehmen. Oder euch runterladen. Wir haben auch die Links dazu, haben wir getwittert. Auch wie man das runterladen kann und so, auch die Links zu dem Buch und auch zu den Folien. Und damit sagen wir Danke und ich hoffe, wir haben Zeit für Fragen. Mindestens eine brauchen wir wegen des Buches, ne? Ja, genau, mindestens eine brauchen wir. Also, wie entscheiden wir denn jetzt, wer der Erste war? Wer bietet dann am meisten? Also ich wir sind käuflich. Also wir müssen mal Sandra nehmen, allein deswegen, weil sie eine gute Frage hat. Also vielleicht machen wir das mit dem Buch irgendwie anders, aber Sandra, was ist deine Frage? Also die Frage ist, wir haben das jetzt ja ausdrücklich gesagt, Single-Page-Anwendung, was ist, wenn man einen anderen Architekturstil hat und ich unterstelle mal, du meinst serverseitig gerenderte Geschichten. Im Prinzip kann man das auch mit den, kann man das mit diesen Frameworks machen, dafür sind sie grundsätzlich nicht gebaut, aber Nils hat ja auch ein Beispiel gebracht auf süddeutsche.de, dass eine kleine React-Anwendung da auch drin ist, das heißt, es geht damit. Man würde dann vielleicht eher ein Framework nehmen, das schmal ist, vielleicht würde man das nicht mit Angular bauen, sondern eher so in Richtung schmaler React vielleicht oder Web Components bauen. Aber im Prinzip ist sowas denkbar. Insbesondere bei sowas wie Web Components, da kannst du ja ganz normal Markup auch rendern in deinen Templates, musst ein bisschen JavaScript dazu machen, das heißt, es ist auch eher simpel, das zu tun. Ich glaube, wir haben sogar noch eine Zeit für eine weitere Frage. Da vorne, glaube ich, das war. Wenn ihr heute ein größeres Projekt starten würdet, bei welchen von den Frameworks, denkt ihr, findet ihr in 3 bis 5 Jahren noch Entwickler? Okay, sehr gute Frage. Wenn man ein größeres Projekt macht, also größer wahrscheinlich in länger in die Zeit, in Zukunft, wo findet man in 3 bis 5 Jahren noch Entwickler? Also meine Glaskugel ist kaputt. Was hast du, Nils? Also das wüssten wir auch gern. Also die Frage könnte ich auch beantworten. Ich würde sagen, in allen davon. Das wäre meine Antwort. Also 3 bis 5 Jahre ist ja auch noch irgendwie ganz, 15 Jahre würde ich sagen, weiß ich nicht. Aber in 15 Jahren würde ich zumindest mich, worauf ich mich noch festlegen würde, ist, dass es noch den Browser gibt. Also das ist irgendwie, also das klingt ja erstmal so wie, ja, das ist ja billig, das zu behaupten, aber zumindest ist der Browser als Plattform das, wo ich auch über die letzten 15 Jahre am meisten Stabilität wahrgenommen habe. Auch insgesamt JavaScript überhaupt, ne? Das wird es wahrscheinlich auch. Kann man auch irgendwie kaum fassen, dass wir solche Sachen sagen, ne? Stabilität. Aber irgendwie glaub, ist es so gewesen. Andersrum, glaube ich, kann man nicht unbedingt aktuell sagen, dass man jetzt, wenn man sich diese 4 Frameworks ansieht, dass da eine Kurve so ganz deutlich nach unten geht, dass man sagt, das hat sich überlebt oder so. Also ich würde sagen, es gibt immer mal so Ausschläge, aber unterm Strich ist es alles noch sehr stabil. Deswegen glaube ich, dass man in 3 Jahren noch für alles Entwickler bekommt. Also für das, wofür wir sowieso denken, dass man jetzt schon keine Entwickler mehr findet oder in 3 Jahren, die haben wir sowieso ausgelassen. Genau. Es gibt auch Frameworks, die sind jetzt für uns tot und die stehen jetzt hier deswegen nicht mehr. Genau, apropos tot, es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr, vielen Dank. Das Buch geht wohl doch an Sandra. Ja, okay, gut, alles klar. Danke fürs Teilen. Dankeschön.